just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist schon 12 Uhr oder schon nach 12. Ich bin gerade am Schnellessen aufwärmen. Liana und ich waren nämlich heute Morgen unterwegs beim Frauenarzt und beim DM. Ich habe einen Frauenarzttermin mal wieder ausgemacht. Wir hätten gerne bald das zweite Kind, aber bei mir tut sich so absolut gar nichts. Keine Periode. Wir haben heute nachgeschaut. Das letzte Mal hatte ich meine Periode im Juni 2016. Überlegt mal. Also wunderschön, ich vermisse sie nicht, aber um schwanger zu werden, würde natürlich ein Zyklus helfen oder wenigstens ein Eisprung. Und sie hat gemeint, es sieht noch also so aus, als ob sich nichts tun würde. Das kann man ja irgendwie mit Schleimhaut oder so nachschauen, fragt mich nicht. Auf jeden Fall hat sie gemeint, das sieht nicht so aus, als ob sich da irgendwas aufbauen würde. So, jetzt musste ich erstmal kurz Liana versorgen, dass die zu ihrem Essen kommt und dann ins Bett. Sie bekommt heute Spinatnudeln mit, ist ein bisschen Sojasahne dran. Und Tiefkühlspinat und gemischte Nudeln. Das sind vegane Nudeln aus dem Edeka. Da sind diese Fruchtbarnudeln, also so eine Mischung. Und das da ist eine Tofu-Wurst, die zeige ich euch gleich. Die mag sie total gerne. Packung ist schon ein bisschen zerrissen. Von Taifun Grillknacker, Sojawürstchen für Grill und Pfanne. Ich lasse jetzt erstmal essen und wenn sie dann schläft, mache ich mir meine Portion. Das hatten wir noch von gestern übrig. Und ja, jetzt war es echt gut, dass wir noch von gestern was übrig hatten, weil sie war jetzt so ungeduldig. Aber ja, ich habe auch lange gewartet heute beim Frauenarzt. Aber es war alles gut, da gab es Kinderbücher und Spielzeug. Wir haben uns da gut beschäftigt. Jetzt isst sie und dann geht sie schlafen, weil... Wir haben seit 3 Tagen abends den Horror. Ich weiß nicht, was es ist. Liana möchte nicht schlafen. Gestern ist sie um 12 Uhr nachts ins Bett und vor 3 Tagen um 1 Uhr nachts. Vorgestern war es okay, da war es um 10. Ich weiß nicht, was es ist. Also sie schläft nicht mehr mittags wie sonst. Sie schläft ein bisschen später als sonst. Aber auch das kann nicht sein, dass sie dann bis um 12 oder 1 wach ist. Ich denke eher, dass sie irgendwas beschäftigt, dass sie irgendwas in der Entwicklung durchmacht, dass sie nicht schlafen lässt. Sie zeigt immer nach unten, also wir haben ja das Schlafzimmer oben und sie zeigt immer nach unten, dass sie runter will. Und wenn sie dann unten ist, ist sie auch ruhig, also weint sie nicht und dann läuft sie wieder zu ihren Büchern und zum Spielzeug und möchte uns was zeigen, aber oben ist sie immer am Schreien. Also möchte sie nicht schlafen und natürlich kann ich sie auch nicht zwingen. Wir versuchen diese Abendroutine eben schön ruhig zu machen, dass sie zur Ruhe kommt, aber ja, momentan klappt es leider nicht. Ich wollte sie aber noch vom Frauenarzt erzählen. Möchtest du was trinken? Moment. Ja, wo war ich? Also meine Frauenärztin, ich habe einen Termin gemacht. Ich bin ja so mit meiner Frauenärztin. Ne? Ich habe die tollste Frauenärztin auf der Welt. Die ist so lieb und ich vermisse sie irgendwie total. Weil in der Schwangerschaft haben wir uns so oft gesehen und wir reden dann halt auch. Und es ist eine ganz, ganz tolle, liebe Frau. Und jetzt habe ich mal nach langer Zeit wieder einen Termin gehabt. Im September war ich das letzte Mal. Und ich muss mich mal abstellen. Mein Arm bricht sonst ab. Und jetzt war ich eben, was haben wir denn? April, Ende April. Morgen ist der 1. Mai. Und dadurch, dass ich ja mit Liana noch sehr viel stille, also wir stillen schon noch 3-4 Mal am Tag, manchmal sogar 5-6, je nachdem. Lecker, das ist Essen. Es gibt Phasen, wo sie fast nur Brust will und gar nichts isst. Momentan isst sie ganz gut, will aber trotzdem noch 2-3 Mal an die Brust. Und heute im Frauenarztstuhl auch. Hat aber ganz gut gepasst, weil dann konnte sie mich in Ruhe untersuchen und Liana war an der Brust. Was ist los? Ja. Da, trinken, nochmal trinken. Ich habe auf jeden Fall diesen Termin ausgemacht, einfach um, dass sie mal nachschaut, ob sich da was tut, ob es möglich ist, ein zweites Kind schon bald zu bekommen oder... Maus. Sie die Mama aufhören zu reden? Ja, ne? Die Mama redet mit euch, wenn die Liana im Bett ist. Die Liana braucht Aufmerksamkeit beim Essen, ne? Ist das lecker? Eigentlich esse ich auch immer mit ihr zusammen. Das ist jetzt vielleicht komisch, ne? Dass die Mama nicht mit isst. Ich kümmere mich jetzt um Liana und melde mich, wenn sie schläft.
So, jetzt schläft die kleine Maus. Jetzt muss ich meine To-Do-Liste abhaken. Ich will euch aber noch kurz fertig erzählen und noch ein paar Dinge zeigen, die ich bei DM mitgenommen habe. Ich war beim Frauenarzt eben wegen unserem Kinderwunsch und habe gesagt, wir würden halt gerne bald das zweite haben, dass nicht so ein großer Abstand zwischen den Kindern ist. Liana ist ja jetzt schon 13 Monate. Und dann hat sie gemeint, das sieht noch gar nicht so danach aus, dass bei dir da irgendwas passiert. Durch dieses Hormon, oh Gott, wie heißt es, Prolagen oder so, das ausgeschüttet wird beim Stillen, kann das halt oft der Grund sein, dass das verhindert, dass der Eisprung passiert oder dass der normale Zyklus zurückkehrt. Und sie hat gemeint, das sieht nicht so aus. Und dann habe ich gemeint, okay, was kann man machen? Und dann hat sie gemeint, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich euch zwei so sehe, ich war da auch gerade am Stillen, dass da noch gar keiner zwischen euch zwei passt. Und dieser Satz, also wir sind wirklich sehr nah, meine Frauenärztin und ich, oder ich fühle mich immer sehr nah zu ihr, weil sie mit mir die Fehlgeburt durchgemacht hat und weil sie sehr, sich sehr viel Zeit immer nimmt für mich und weil wir uns echt gut verstehen, hat der Satz irgendwie so echt mich getroffen. Da habe ich gedacht, vielleicht hat sie recht, vielleicht passt wirklich noch keiner zwischen Liana und mich. Durch dieses Stillen, was wir ja noch sehr viel und sehr intensiv tun, ja, ist es vielleicht wirklich zu früh, an ein zweites Kind zu denken. Ich habe halt immer so den Wunsch, dass die Kinder alle im kurzen Abstand zueinander sind, weil bei meinen Geschwistern und mir das auch so ist. Aber vielleicht hat sie recht. Vielleicht passt da noch keiner dazwischen. Ich habe trotzdem darauf gedrängt, dass sie mir sagt, was ich tun kann. Und sie hat gemeint, nicht viel. Es gibt was Homöopathisches, was man nehmen kann. Wo habe ich jetzt das Rezept? Und da habe ich auch gleich in meiner Apotheke angerufen, aber ich bin jetzt ein bisschen am Zweifeln, ob ich es wirklich machen soll. Einfach, ja, weil dieser Satz, ich glaube, da passt noch keiner zwischen euch, ja, mich schon irgendwie nachdenklich gemacht hat. Also ich hole es nachher, denke ich, schon aus der Apotheke, weil ich habe es jetzt schon bestellt, aber ich glaube nicht, dass ich es schon einnehmen werde. Das ist was ganz Homöopathisches und sie hat auch gemeint, es kann auch sein, dass es überhaupt nicht, nichts bringt oder dass es nicht, also dass es, ja, wie hat sie das jetzt gesagt? Also, dass dieses Prolagen, heißt das so? Ich hoffe, ich sage das richtig, stärker ist und dass diese, also das Homöopathische schadet auf keinen Fall der Milch oder Liana oder mir. Und es ist auch nicht gegeben, dass sich da was tut, aber man könnte es machen. Aber ja, wahrscheinlich werde ich es noch nicht machen. Aber für alle, die vielleicht auch diesen Kinderwunsch haben und ja, das bei euch so ähnlich ist, möchte ich euch einfach sagen, wie diese homöopathischen Tabletten heißen. Ja, das war irgendwie heute Morgen sehr spannend bei ihr. Ich stelle euch mal kurz ab. Danach waren wir da noch kurz in DM, weil ich habe neulich, habe ich euch, glaube ich, gezeigt, einen Schlafanzug für Liana, ja, habe ich euch gezeigt, im vorletzten Vlog, einen Schlafanzug für Liana gekauft und der ist so toll. Wieder bei DM von dieser Puss Blue Marke. Und da habe ich jetzt noch 4 Stück mitgenommen. Die Designs sind jetzt nicht so wahnsinnig schön, aber es ist ein kurzer Shorty-Schlafanzug und der ist einfach super für die Zeit jetzt. Und in 74-80 sehr groß, was ich auch selten finde. Das ist so blöd jetzt, diese Zwischengröße 74-80. Liana hat 80 und bei ganz vielen 74-80er Größen ist es schon zu klein. Aber bei DM und bei Lidl fallen die groß aus und kann man echt lange nutzen. Und da habe ich jetzt bei DM noch welche mitgenommen. Einmal den da hier mit Bibern drauf, also unten kann man den aufmachen zum Wickeln und hat aber kurze Ärmel und kurze Hosen unten. Einmal mit Biber, einmal hier so im maritimen Look mit Schiffchen und Wal, dann einmal den da mit Schmetterlingen und Blümchen und Bienchen und Grashüpfern. Die haben alle zwischen 5,90 und 6,90 gekostet und den dann auch im Grün. Also die kann ich echt empfehlen. Die sind super vom Stoff her angenehm, sitzen super bei Liana, echt top. Dann haben wir noch, ganz spannend, einmal Wattepads für mich mitgenommen. Meine Lieblingswimperntusche gab es nicht mehr, war ausverkauft. Und jetzt habe ich mal eine Maybelline Yarde The Glossal Go Extreme mitgenommen. Keine Ahnung, die Bürste sah ähnlich aus wie meine, deswegen habe ich die mal mitgenommen zum Ausprobieren. Zweimal Zahnpasta für André und mich. Und einmal die Fruchtbarnudeln, die Liana sehr gerne isst. Und das war's. Ah, dann kam noch, habe ich euch auch beim letzten Vlog erzählt, die Lidl-Bestellung. Ich habe da nämlich einiges bestellt, habe ich euch auch schon gezeigt. Aber die Bodies, die waren nicht dabei im Päckchen.
die hatten wohl Lieferstau oder so. Und das sind die jetzt, das ist auch wieder von der Biomarke. Und da habe ich einmal die 7480er mitgenommen in rosa. Das ist das, was jetzt passt. Und dann habe ich aber gedacht, weil die sind relativ günstig, nee, die sind saugünstig. 1, 2, 3, 4, 5 Stück für 12 Euro, glaube ich. Ich glaube, 12,99 war es. Und deswegen habe ich gleich noch die 8692er mitbestellt, weil ja, man weiß ja nie, wie schnell das dann passiert mit dem Rauswachsen. Ja, jetzt werde ich mir mein Essen warm machen, gehe hoch vor den Computer und schneide, zensiere, geschnitten habe ich schon, den nächsten Vlog für euch, während sie schläft. Da bin ich fast fertig, dann lade ich den hoch und dann muss ich Wäsche machen und ein bisschen aufräumen. Mal schauen, wie lange Liana schläft, weil momentan hat sie auch beim Mittagsschlaf immer wieder Probleme. Also nach einer Stunde oder so wacht sie auf, dann gehe ich rein, gebe ihr die Brust und dann schläft sie nochmal ein und manchmal schläft sie dann nochmal für eine Stunde. Deshalb muss ich in der Nähe bleiben. Versuche aber rund drumherum meinen Haushalt und den Vlog zu machen. Ich nehme euch mit. Jetzt habe ich das Video fertig geschnitten und zensiert. Nee, geschnitten hatte ich es schon zensiert und habe es online gestellt, aber geplant auf heute Abend 18 Uhr, weil ich habe gemerkt, wenn ich es früher online stelle, gucken nicht so viele und wenn ich es abends online stelle, dann gucken gleich ganz viele. Und deswegen mache ich das jetzt immer abends. Außer ich habe so ein Chaos wie beim letzten Mal, dann kommt es früher. Aber normalerweise versuche ich immer abends gegen 18 Uhr. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Da seid ihr dann die meisten zu Hause. Manche schauen dann noch später, wenn die Kids erst im Bett sind. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eine gute Uhrzeit für euch ist. Jetzt habe ich noch ein paar Haarbänder verpackt und bringe die nachher mit Liana zur Post. Aber Liana schläft noch. Was ich heute unbedingt machen möchte, ist der Kleiderschrank ausmisten von Liana, weil sie jetzt so rausgewachsen ist und mein Kleiderschrank oder ihr Kleiderschrank, schaut bitte, ist im kompletten Chaos. Deshalb muss das aussortiert werden und dann habe ich schon vor einer Weile ein paar Sachen aussortiert, die sind alle hier. Die muss ich aber noch Größen ordnen, weil ich im Keller schon nach Größen geordnet Kisten gerichtet habe. Eine Kiste habe ich jetzt noch, die wird bestimmt nicht reichen. Stoffwindeln muss ich auch wieder vorbereiten. War jetzt gerade eine Wäsche fertig, trocken und die muss ich wieder stopfen. Sagt man das? Stopfen? Ich glaube, ne? Also befüllen ist das schönere Wort. Ja, viel, viel zu tun immer wieder. Tja, das mit dem Haushalt hat leider nicht geklappt. Liana ist wach geworden. Wir gehen jetzt auf die Post und gehen mit Mia raus und noch auf den Spielplatz. Und dann machen wir halt heute Abend Haushalt oder gar nicht. Mal schauen. Liana, willst du mal mit der Mia kuscheln gehen? Gehst du mal mit der Mia kuscheln? Gehst du mal kuscheln mit der Mia? Mach mal kuscheln. Kuscheln. Ah, tust du kuscheln mit der Mia? Oh, Baby. Tust du kuscheln? Ja, tust du Ei machen bei der Mia? Machst du Ei? Und kuscheln. Oh, schön, Baby, kuscheln. Ei machen mit der Mia, Ei. Nochmal Ei, Mia. Na, was machst du machen? Ei, Ei. Machst du Ei? Ei, Ei. Nee, das ist nicht Ei, mein Schatz. Schau mal so. Ei, Ei. Jetzt machen wir unsere kleine Runde. Wir fahren jetzt einmal zu einem Reifeisenmarkt. Keine Ahnung, ob es bei euch auch sowas gibt. Den gibt es bei uns im Ort und da tausche ich immer unsere SodaStream Kohlensäurepatronen aus. Der SodaStream, der lohnt sich echt. Also wer keine Kisten schleppen möchte, wir haben den jetzt glaube ich seit knapp einem Jahr. Und so eine Patrone reicht für 60 Liter Kohlensäure und das ist echt super. Ich habe zwei Patronen gekauft, muss man kaufen und dann kann man sie immer tauschen. Komme ich da durch? Da steht jetzt ein LKW so blöd. Auf jeden Fall, ja, tausche ich die jetzt aus. Dann gehen wir kurz in die Apotheke und holen diese homöopathischen Tabletten. Wobei ich nicht glaube, dass ich sie nehme, weil wie gesagt, es passt noch keiner zwischen uns, hieß es. Ne? Und irgendwie denke ich den ganzen Tag über diesen Satz nach und habe das Gefühl, dass sie damit schon recht hat, dass zwischen uns noch keiner passt.
Vielleicht brauchen wir einfach noch ein paar Wochen oder Monate. Na, Tüche Maus. Trotzdem möchte ich die Tabletten mal zu Hause haben und dann, wenn ich mich so fühle, die nehmen, weil das ist homöopathisch und wie gesagt, sie hat gesagt, das schadet absolut niemand, wenn ich die nehme. Und dann fahren wir eben noch kurz zur Post und dann gehen wir aber auch schon wieder nach Hause und holen die Mia und gehen eine Runde spazieren und da nehmen wir euch dann natürlich wieder mit. So, jetzt sind wir zurück. Liana wollte gerade an die Brust. Das macht sie jetzt gerade und ich zeige euch nebenher, was wir so eingekauft haben. Natürlich wieder mehr geworden, wie wir wollten. Wir wollten eigentlich nur zur Apotheke, zur Post und die Kohlensäurenflaschen holen und dann ist mir aber eingefallen, morgen ist ja der 1. Mai. Und wir brauchen noch ein paar Sachen zum Abendbrot und Frühstück und bin dann eben schnell los, noch in den Edeka, also auf dem Weg, wo wir ja schon waren. Auf jeden Fall haben wir zweimal hier die 60 Liter Patrone von dem SodaStream. Das Auswechseln ist gar nicht so teuer, also wie gesagt, ihr habt 60 Liter Mineralwasser hier und wir haben jetzt zwei Tauschbatterien getauscht und haben 16 Euro gezahlt, 15,98 oder so. Jetzt haben wir wieder für eine lange Zeit Mineralwasser. Dazu haben wir eigentlich immer Bio-Sirup, aber den gab es jetzt leider nicht. Den bestellen wir immer online. Deswegen habe ich jetzt mal normalen Sirup. Der ist so, da ist so viel Zucker drin, ist aber ja nur für Andrea und mich. Und manchmal gönnt man sich ja Zucker, ne? Ist Limetten-Sirup von Rima Schmidt. Das ist aber, glaube ich, eine ziemlich gute Marke. Ist Zuckerlimettensaft aus Limettensaftkonzentrat, natürliches Limettenaroma. Also einmal Sirup Limette, was sehr gut dazu schmeckt. Nicht umfallen. Und einmal Johannisbeersirup, schwarze Johannisbeere. Dann einmal die Buttercroissants vom Edeka, die sehr, sehr lecker sind. Mit 23 Gramm Butter haben überhaupt keine Kalorien. Aber die sind so lecker, die machen wir jetzt gleich mal hier in den Gefrierschrank. Lass uns die nicht auftauen. Und dann, André und ich, wir schauen ja immer so amerikanische Serien wie Friends, King of Queens, Two and a Half Men. Und die essen immer morgens diese Fruit Loops. Die sind farbstoffvoll und was, also der Einkauf heute ist sehr ungesund. Ich hatte aber so Lust, die mal auszuprobieren, weil ja, man kennt ihr das, wenn man das irgendwo sieht, im Fernsehen oder so, dass man dann immer das Bedürfnis hat, das auch zu essen. Ist bei YouTube ja nichts anderes, ne? Wenn man irgendwelche Vlogger sieht, was die essen oder kochen, macht man es auch nach, weil man darauf Lust bekommt. Und so ging es mir jetzt mit diesen Fruit Loops. Deshalb werde ich die mal ausprobieren, hatte ich noch nie. Und dann fürs Abendessen heute haben wir einmal Paprikaklocken mit Frischkäse und einmal Olivenmix. Möchtest du was trinken? Ui. Verschluckt? Die Mia schon wieder am Bellen, ne? Jo, weiter geht's. Gibst du das der Mama mal? Abela. Kann man das der Mama geben? Super. Einmal Rittersport voll Nuss. Gibst du das der Mama? Diana hilft wieder mit. Einmal Gouda Jung, einmal Emmentaler. Dann habe ich für André so ein paar verschiedene Dinge mitgenommen für aufs Brot. Serrano-Schinken, Kochschinken und Chorizo. Das da hat Diana neulich probiert und fand super. Körniger Frischkäse. Ich müsste es wieder zeigen. Liana ist so ein toller Vlog. Wahnsinnig, ne? Wie die Kinder anfangen, alles zu kopieren, was man macht. Total süß. Dann haben wir einmal für André nochmal Leona mitgenommen. Einmal Milch. Dann haben wir eine Bauernkruste mitgenommen. Was natürlich am Feiertag auch nicht fehlen darf, ist klar, ne? Das ist viermal Augustiner Hell. Und dann habe ich noch eine Avocado mitgenommen. Für
für Liana zum Abendessen und einmal rote Krütze. Wir machen gerne Milchreis mit Mandelmilch für Liana und wir essen das dann immer mit roter Krütze. Schmeckt richtig gut. Und dann wollte ich euch die noch zeigen. Also das ist jetzt das, was ich nehmen soll. Anukaston. Es ist nicht das gleiche, was auf dem Rezept drauf stand, aber die Apothekerin hat gesagt, das ist genau der gleiche Wirkstoff. Da steht jetzt drauf, Arzneimittel bei Regelbeschwerden. Ist aber nicht für Regelbeschwerden gedacht, sondern eben für diesen Kinderwunsch. Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich habe sie gefragt, was kann ich unterstützen tun? Und sie hat gesagt, das wäre was Pflanzliches, was das so ein bisschen ankurbeln würde. Die Apothekerin hat jetzt gesagt, man muss es mindestens 3 Monate regelmäßig nehmen. Also jeden Tag eine Tablette, 3 Monate lang. Dass das wirkt oder dass der Wirkstoff, dieses Pflanzliche eben im Körper etwas bewirkt. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob ich es wirklich nehmen werde. Bitte zeigen! Super! Toll! Dann habe ich noch, weiß nicht, ob euch das interessiert, bei der Post noch ein paar Sachen mitgenommen zum Verpacken oder ja, was ich halt noch so brauche. Das ist einmal so ein großer Tesa-Roller. Ich hatte da immer nur so einen kleinen billigen und der kracht immer auseinander. Deswegen habe ich jetzt mal von Tesa diesen Roller mitgenommen. Hätte mich online wahrscheinlich viel weniger gekostet. Hier bei uns in der Post hat er 9 Euro gekostet, aber ja. Dann habe ich noch 1 oder 2 so Tesa-Rollen dafür mitgenommen. Einmal Etikettenaufkleber und Notizzettel. Oh nein. Nee, das habe ich nicht gesehen. Bin ich bescheuert. 3,30 Euro für Post-its. Oh, die kriegt man hinterhergeschmissen online. Aber ja, na gut, jetzt ist es halt so. Das war's. Wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Ich werde jetzt alles verräumen und dann werde ich mit Liana und Mia rausgehen. Aber es windet heute extrem arg. Deswegen glaube ich nicht, dass ich draußen filmen kann oder werde, weil ihr dann mich nicht hört oder dieses Windgeräusch die ganze Zeit hört. Ich melde mich aber dann einfach nachher nochmal. Bevor wir jetzt spazieren gehen, muss ich einmal kurz probieren, wie die schmecken. Ich hatte einfach so Lust drauf. Mmh, schmecken lecker, nach Farbstoff. Mmh. Getreidemehl, Vollkorn, Haferweizen, Mais, Zucker, Glukosesirup, Salz. Und dann viel, viel Farbstoff. Aber lecker. Leider geil. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Jetzt sind wir gerade wieder nach Hause gekommen und haben gestillt. Und die Liana hat gerade ihre 5 Minuten. Ach du, deine 5 Minuten? Liana hat gerade ihre 5 Minuten. Wow! Wir küssen die Eskimos. Die Eskimos küssen so. So. So, ihr Lieben, wir machen uns jetzt ins Kinderzimmer. Ich werde den Schrank ausräumen. Vielleicht nicht mehr alles heute, aber so ein bisschen, während Liana hier spielt. Ne? Dann müssen wir noch Betten machen für morgen. Also Betten vorbereiten für die Ferienwohnung, meine ich. Und dann werden wir Abendessen machen und ins Bett gehen. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt von euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.